Sei ganz herzlich willkommen. Die Advents- und Weihnachtszeit rückt nahe, auch die rauhe Nächte. Und vielleicht möchtest du dich jetzt in dieser Jahreszeit mit einem Buch gemütlich vor ein warmes Feuer oder auf deine gemütliche Couch setzen, es dir bei einer Tasse Tee oder Kakao bequem machen. Ja, und ich lade dich ein, mal in meine Bücher hineinzustöbern. Dies kannst du auf meiner Homepage oder bei ePubli. Zum Beispiel gibt es Abwarten und Tee trinken. Eine Geschichte, die dich durch die Adventszeit begleitet mit den vier Elementen. Du findest hier auch Anregungen für eine innere Reise zu jedem Element, wie auch Kräuter, die dich dabei unterstützen können, das jeweilige Element in dir ins Fließen zu bringen, zu harmonisieren oder mehr in dein Leben einzuladen. Und so kannst du dir dabei auch eine Tasse Tee machen, es dir gemütlich machen und auch die Energien auf dich wirken lassen. Ja, auch in Raben um Mitternacht wirst du begleitet von Pflanzenenergien. Du findest ja zum einen Kräuter, die du räuchern kannst, jetzt in dieser Zeit. Auch für dich, für deine innere Wandlung, vielleicht auch nochmal für ein Aufräumen in dir, um das Neue ja wirklich willkommen zu heißen. Und auch die Hexenküche zum Neujahrsfest lädt ja wirklich zu einem Neubeginn ein. Hier findest du auch nach jedem Kapitel einen Impuls, sei es wie eine kleine Meditation, eine Reise, ja Anregungen, wie du auch für dich, mit dir ein Stück in die Tiefe gehen kannst, um das Neue wirklich mit offenem Herzen, mit offenen Armen zu empfangen, so wie du es gerade brauchst. Ja, meine erste Geschichte habe ich ungefähr mit 17 geschrieben. Sie war lange heimlich in einer Schublade und seither begleiten sie mich aber auf eine Weise, das Schreiben. Ja, und es hat für mich etwas sehr, sehr Heilsames, auch einen Wandel, den ich dadurch selbst immer wieder erleben durfte und darf, gerade in den letzten Jahren. Und so möchte ich auch dich dazu einladen, dich auch von diesen Energien, die hier wirken dürfen, berühren zu lassen, auch von den Impulsen oder die Pflanzenenergien, die dich begleiten, auch in mehr Kraft in dir, mehr Lebensfreude. Es ist eine Zeit, in der wir jetzt auch wirklich Neues zulassen dürfen, willkommen heißen und alte Türen auch bewusst schließen. Ja, und ich lese dir jetzt noch ein Stück vor, ganz allgemein zu den Herzgeschichten, die du auf meiner Webseite findest. Hier auch jetzt für diese Jahreszeit, für den Advent oder die Rauhnächte mit angeboten, um dich noch tiefer zu dir selbst zu begleiten. Advent heißt Ankunft und du darfst und kannst jetzt tiefer in dir ankommen. Und hierbei kann dich zum Beispiel auch die Geschichte abwarten und Tee trinken, mit ihren Impulsen begleiten. Und dazu findest du, wie gesagt, bei mir auch noch wunderschöne Pakete, wo du dir selbst etwas gönnen kannst für diese Zeit. Von ganzem Herzen alles, alles Liebe, Christina Alasia. Zu den Herzromanen. Die medial übermittelten Romane möchten den Wandel auf dieser Erde unterstützen. Sie laden dazu ein, sich zu entfalten und die eigene Seelenessenz mit ihrer Liebe, Weisheit und ihren einzigartigen Gaben zu verkörpern. Hierzu bedarf es der Heilung der Weiblichkeit, des Überwindens vergangener Verletzungen sowie der Herzöffnung. Eine Besonderheit der Herzgeschichten ist die Verbindung von Lesegenuss und dem Empfangen von heilsamen Impulsen. Ähnlich wie bei einem klassischen Channeling schwingen auch hierbei Energien mit. Diese können beim Lesen deine Seele erreichen, sodass diese sich leichter in die neue Zeit auf Mutter Erde einfinden kann.
Es können beim Lesen Transformationsprozesse geschehen. Darüber hinaus machen die Romane eine Prise Magie sowie eine leicht aphrodisische Note aus. Räucher, Heil und essbare Liebespflanzen sind auf verspielte oder sinnliche Weise in die Geschichte verwoben. Zum einen, weil es um Heilung im Bereich der Liebe, des Herzens und auch der weiblichen Sexualität geht. Zum anderen auch deshalb, weil Pflanzengeister energetisch dabei unterstützen, sich seines göttlichen Ursprungs immer tiefer bewusst zu werden, sowie mit seiner Seele in Körpern auf dieser Erde zu sein. Es geht um das Erwecken von mehr Lebenskraft, Freude, Weisheit und Liebe, indem wir uns auf unseren inneren Wandlungsprozess einlassen und so auch zum Wandel auf Mutter Erde beitragen. Und hierzu darf man auch einfach mal eine Geschichte lesen. Eine Geschichte lesen, auch um deine alte Geschichte, Geschichte sein zu lassen. So mach es dir in dieser Winterzeit, vielleicht bei einem dieser Herzromane, gemütlich. Trink einen Tee, einen Kakao oder räuche etwas und lausche dabei, vor allem auch dir selbst. Lausche der Geschichte und dabei spüre, höre, lausche tief in dich hinein, nimm dich selbst wahr. Es geht um dich und deine Seele, dein Seelenlicht in dieser Zeit. Alles, alles Liebe wünscht dir Christina Lasia.